Dann? Fangen wir einfach an. Wir fangen einfach an. Ja, okay, dann fangen wir jetzt an. Kopfkracher, jetzt geht's los. Was kannst du tun, wenn Socke bei StarCraft verliert? Was kannst du tun, wird Dungeon Keeper 3 nicht produziert? Was kannst du tun, wenn der C4 in Vergessenheit gerät? Was kannst du tun, wenn man das dann unter Fortschritt versteht? Pazifismus ist doof. Gewalt ist eine Lösung, so viel steht wohl fest. Und wenn man nicht das, was du machen willst, nicht machen lässt, dann hol noch einmal aus und schlag feste drauf. Gewalt ist eine Lösung und das weißt du auch. Halten. Einfach mal. Einfach mal dumm sein. Einfach mal dumm sein. Und sich nur im Kreise drehen. Einfach mal dumm sein. Einfach mal stumm sein. Gewalt. Noch einmal ein Duckface und ich mach Schnabula Rasa. Ach so. Und Bier. Aber eben auch Motorräder. Brumm, brumm. Brumm, brumm. Motorräder. Von Kopf bis Fußerhausen. Bei uns ausschließlich Flausen. Und diese Flausen zwingen uns diesen Quatsch zu singen. Wenn draußen die Sonne scheint, sind Röcke meistens kurz. Und mit coolen Sonnenbrillen kann man voyeuristisch chillen. Wenn draußen die Sonne scheint, wenn draußen die Sonne scheint, dann höre ich niemanden, der weint, weil die Sonne uns alle vereint. Manchmal
auf und schmeiß die Notenpresse an. Da könnt ihr alle mitkommen. Fred Danko, komm, setz den Kurs auf Orion. Bügeleisen ist auf höchster Stufe. Höchste Stufe? Aha. Wieso hast du es denn so eilig? Können wir nicht entspannter cruisen? Nee. Warum denn nicht? Ich meine, wir haben den Gorn noch besiegt, oder? Ja. Aber für Tiade da hinten, der wird's wissen, ne? Folge 4. Was war denn Folge 4? Ach so, Moment, ich erinnere mich. Ja, am Ende wird Tanja eingefroren. Tanja, genau. Ja. Weil sie aus der Seele kicken wollten. Und ich hab gedacht, wenn wir jetzt nach Orion reisen, können wir zu Tanja und ein bisschen an der rumknutzen. Also, wenn die Antenne nichts dagegen hat? Ich wüsste jetzt nicht, was die Antenne dagegen haben könnte, oder? Weiß, keine Ahnung, aber was war denn dann mit dem Nagel an, dem, an der Seifenblase? So, tschüss! Matthew!